Das ist der niegelnagelneue Citroën C5X und ihr seid bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist er also, das neue Flaggschiff der Franzosen von Citroën. Und ich werde es öfter mal Citroën sagen, weil ich das seit Ewigkeiten so ausspreche. Regt euch bitte nicht auf oder wenn, dann unten in den Kommentaren. Ja, der C5X. Ich hätte CX5 schöner gefunden als Hommage an den Citroën CX, aber da gibt es ja schon die Mazda CX5. Aber C5X als Nachfolger des C5s, der ja vor 5 Jahren aus der Produktion rausgegangen ist, als Flaggschiff, aber eigentlich der Nachfolger vom C6, den es sich ja schon seit 10 Jahren nicht mehr gibt. Citroën hat also richtig einen rausgehauen und ich kategorisiere ja immer gerne. Ich bin ja Deutsch, ne? Ich brauche ja für alles eine Schublade. Und jetzt haben wir hier eine Kombi-Limousine-SUV-Coupé-Geschichte. Citroën sagt selber, ja, es ist halt, er hat die Eleganz einer Limousine, ist so praktisch wie ein Kombi quasi. Und so modern wie ein SUV. Ich finde, SUV ist nicht unbedingt modern, aber man hat auch die Vorteile eines SUVs. Und somit vereint das Auto wirklich alles. Man könnte jetzt aber auch sagen, Digga, das gibt's doch schon seit Ewigkeiten, ne? Das sind diese hochgebockten Kombis, All-Terrain, All-Road, All-Irgendwas. Citroën hat das meines Erachtens wirklich schick interpretiert, sehr rund gehalten, das Auto. Und ich finde es halt auch schön, dass die Franzosen jetzt ein Fahrzeug haben, was wieder so ein bisschen nach vorne geht. Ne? So ein bisschen in Richtung, hey, wir haben auch ein richtig großes Auto am Start und nicht nur SUVs. Im Vergleich zum alten C5 ist das Auto gerade hinten deutlich größer geworden, also auf der Rücksitzbank fast 5 cm. Im Vergleich zum, so schön, aber leider so erfolglosen wie schön. Citroën C6 ist allerdings 10 cm kürzer. Ja, also es ist eine Kombi-Limousine, heißt es glaube ich bei Wikipedia, aus dem Segment der Mittelklasse. 3 Mitbewerber hätte ich für euch. Da hätten wir zum einen den Skoda Superb Kombi, den gibt es ja auch als Scout. Dann den Peugeot 508 SW, das wäre jetzt ein ganz normaler Kombi, dafür ist Konzerngeschwisterchen. Und mal hier aus dem deutschen Premium-Bereich den Audi A4 als Allroad nehmen wir noch. Der Citroën C5X wurde im April 2021 erstmals vorgestellt. Er wird in China gebaut. Zum Zeitpunkt unseres Tests lag noch kein Euro-NCAP-Crashtest-Ergebnis vor. Citroën bietet den C5X zu einem Basislistenpreis von 35.730 Euro an. Für eine Mittelklasse-Kombi-SUV-Limousine auf jeden Fall guter Einstiegspreis. Unser Testwagen hier als Plug-in-Hybrid in der höchsten Ausstattungslinie mit eigentlich fast allen Optionen, der hat einen Listenpreis von 53.280 Euro. Wir haben das Auto für euch konfiguriert. Die Konfiguration findet ihr da draußen auf unserer Homepage. Und die ist oben hinter dem i verlinkt, aber auch unten im Videobeschreibungstext. Da könnt ihr dann sehen, welche Optionen extra gekostet haben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ne, das ist ja ein feines Auto, Plug-in-Hybrid, da könnte ich ja jetzt auch noch die Prämie mitnehmen, die es zumindest aktuell 2022 gibt, auch für Plug-in-Hybride. Und die wandle ich dann gleich um in eine preiswerte Leasingrate. Dann schaut auf jeden Fall bei unserem Partner leasingmarkt.de vorbei. Der erste Link unter unserem Video bringt euch da draußen direkt zu den C5X Leasing-Angeboten. Leasingmarkt sucht immer die besten Angebote aus dem Internet zusammen, kredenzt sie euch auf einer Seite. Ihr müsst nur noch auswählen, eure Parameter eingeben und könnt dann kostenlos und unverbindlich ein Angebot nachfragen. Leasingmarkt.de und ihr klickt jetzt am besten mal auf den ersten Link direkt unter dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Unter der Haube des 2022 Citroën C5X Hybrid 225 befindet sich ein Hybrid-Antrieb
Antriebsstrang in Form eines 1,6 Liter Reihenvierzylinder Turbobenziners und einem E-Motor. Der Verbrenner leistet 180 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter, welches ab 1750 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich im Getriebe befindet, leistet 81 kW, das entspricht 110 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmeter. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 224 PS sowie ein maximales Systemdrehmoment von 360 Newtonmetern. Geschaltet wird mittels 8-Gang-Automatik. Den Citroën C5X gibt es zur Markteinführung nur mit Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 7,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Batterieelektrisch kann man eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h erreichen. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 1,3 Liter und 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 30 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 40 Liter super. Die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 59 Kilometern angegeben. Der 1,6 Liter Benziner mit 180 PS hat als eigenständiger Antrieb eine WLTP-Verbrauchsangabe von 6,6 Litern auf 100 Kilometer. Optional kann man den Citroën C5X zur Markteinführung noch mit 2 Benzinmotorisierungen bestellen. Zur Markteinführung bietet Citroën den C5X in 3 Ausstattungslinien an. Das sind schon 3 höhere Ausstattungslinien. Und in jeder kommt er mit den Voll-LED-Scheinwerfern, die wir hier auch im Fahrzeug haben. Und den LED-Nebelscheinwerfern da unten, die auch mit einem Abbiegelicht kommen. Ich finde, dass das Design, was sie dem Fahrzeug verpasst haben, an der Front wirklich richtig bullig wirkt. Eigentlich gar nicht so üblich wie bei Citroën. Das ist ja eigentlich immer ein bisschen filigraner bei den Franzosen. Aber schön auf jeden Fall auch die LED-Tagverlichtsignatur in V-Form, was hinten bei den Rücklichtern dann auch nochmal aufgegriffen wird. In allen 3 Ausstattungslinien steht der C5X auf 19 Zöllern. Genau. Trotzdem finde ich, dass die ganz schön imposant aussehen. Das liegt an den Reifen, die auf den 19 Zöllern stecken. Wir haben hier 255 R19. Eine sehr hohe Flanke. Und das zeigt auch die Richtung, wo Citroën hin will. Im Vergleich zu allen Mitbewerbern sagen sie nämlich nicht, das Auto muss sportlich sein, sportlich, sportlich, sondern sie sagen, es muss sich richtig komfortabel fahren. Dafür sorgen sie halt mit den adaptiven Stoßfängern, beziehungsweise mit dem adaptiven Fahrwerk, aber eben auch mit der richtigen Reifenwahl. Hier irgendwie keine Sportreifen, sondern wirklich komfortabel fahrbare Reifen. Die Bodenfreiheit auch ein bisschen SUV-ig mit 19,4 cm, also 194 mm. Man kann sich das Fahrzeug in 6 Farben aktuell bestellen. 5 Farben davon kann man mit einem schwarzen Dach kombinieren. Die 6. Farbe ist halt schwarz, das Dach eh schwarz. Und die Farbe unseres Testwagens nennt sich Amazonit-Grau. Ich hätte es ja grün genannt, aber es ist Amazonit-Grau. Als Plug-in-Hybrid startet der C5X hier, unser zumindest, natürlich flüsterleise, nämlich elektrisch, weil immer ein bisschen Strom haben wir noch im Akku, es reicht zumindest zum Starten. Das Heck finde ich ganz lustig und aufregend. Oben der Dachkantenspoiler, dann hier nochmal das Servierbrett eine Etage tiefer. Trotzdem sieht es meines Erachtens alles recht stimmig aus. Und wir haben eine sehr breite, dominante Heckklappe hier auch, die aber dafür da ist, dass man das Auto einfach beladen kann. Ich schinde ein bisschen Zeit, denn ich will euch nur sagen, hier wir haben natürlich Rückleuchten am Fahrzeug und da steht auch an der Seite dran Citroën LED Vision, genau wie vorne haben wir hinten Voll-LED Rückleuchten. Der Akku hier beim Plug-in-Hybrid, der fast 12,4 Kilowattstunden ist verbaut, unterhalb der Rücksitzbank ein Stück vom Kofferraum ist auch noch belegt, darum hat der Kollege hier einen etwas kleineren Kofferraum als der reine Benziner. Geladen wird auf der linken Seite, hier habe ich einen Typ 2 Anschluss, damit kann ich an die Wallbox gehen. Erstmal nimmt das Auto nur 3,7 Kilowatt entgegen, es sei denn, ich nehme optional den stärkeren Onboard-Loader, der kann dann 7,4 Kilowattstunden. Natürlich kann ich es auch in einer Haushaltssteckdose laden. Da brauche ich etwas mehr als 7 Stunden, um den Akku komplett zu laden. Wenn ich den optionalen Lader nicht habe, dann brauche ich gut 4 Stunden und habe ich den und stehe an der 22 kW Wallbox, dann ist das Fahrzeug innerhalb von 2 Stunden vollgeladen. Mit dem vollgeladenen Akku soll ich dann nach WLTP 57 Kilometer rein elektrisch fahren können.
Ja, ich bin gerade ausgestiegen und entferne mich jetzt mal vom Auto. Und nach gut 3-4 Metern verriegelt sich das Fahrzeug dann einfach selbstständig. Wenn ich dann später aus dem Café wieder zurückkomme zum Fahrzeug, dann entriegelt sich das Fahrzeug auch. Schön und gut. Was wir natürlich mal wissen wollen, ist hier, wie sieht das aus? Kann man die Fenster öffnen und schließen mit der Funkfernbedienung? Heureka, hurra, es geht. Machen das eigentlich viele Leute von euch? Nutzt ihr da draußen so eine Funktion, dass ihr jetzt sagt, hier klar, die Fenster lasse ich gerne mal aus der Entfernung auf und zu gehen? Oder sagt ihr, größter Mist braucht kein Mensch? Jetzt das Fahrzeug verriegelt, ich stehe neben dem Fahrzeug und kann jetzt an der hinteren Tür zuppeln, was ich will. An der vorderen aber habe ich hier so eine kleine Riefe und mit der kann ich das Fahrzeug dann entriegeln, aber genauso auch wieder verriegeln. Und man muss sagen, er ist nicht der schnellste hier, ne? Macht aber nichts. Dafür gibt es nämlich eine schicke Citroën-Einstiegsleiste hier. Der Vordersitz kommt übrigens mit einer Komfortfunktion, die man natürlich auch abschalten kann, dass der Sitz jetzt erstmal nach hinten gefahren ist, während ich einsteige. Und sobald ich dann quasi die Zündung drücke, fährt der Sitz nach vorne. Ja, herzlich willkommen im Innenraum vom Citroën C5. X in der Scheinpack-Ausstattungslinie, wenn ich das richtig alles überblickt habe. Und die Konfiguration, da könnt ihr sehen, was aufpreispflichtig ist. Das, was ihr hier seht, ist weitestgehend Serie. Ich fange jetzt sofort an mit dem Materialcheck, weil ich es halt immer mache. Das ist hier ein weicher Werkstoff, auch bis zum Fenster runter im Prinzip. Der wird dann abgeschlossen hier durch eine Chromkante. Und dann haben wir hier auch nochmal einen weichen Werkstoff. Der zieht sich dann bis hier unten hin und das ist dann aber harter Kunststoff. Sieht so ein bisschen aus wie Schlangenleder, würde ich sagen. Ist es natürlich nicht, ne? Ist einfach nur ein harter Werkstoff, der sich dann hier auch komplett rüberzieht. Hier unterhalb des Schlangenleders dann auch wieder harter Kunststoff auf beiden Seiten, also auch der Deckel des Handschuhfachs. An der Seite haben wir unten ein bisschen Teppich. Daran schließt sich an harter Kunststoff. Und hier haben wir ein Kunstleder mit einer weißen Kontrastnaht. Die Mitte schwenke ich natürlich auch einmal ab. Hochglänzend schwarz hier, eine ganze Menge. Dann das nochmal, der Bereich. Da unten auch noch ein bisschen hochglänzend schwarz. Das Kunstleder schließt sich hier an, hochglänzend schwarz. Eine hell lackierte Leiste. Und ein bisschen Kunstleder. Die Sitze dann hingegen mit Leder bezogen, auch perforiert. Wir haben hier klimatisierte Sitze und im oberen Bereich nochmal so eine Stoffbordüre. Und das finde ich halt richtig schick hier. Der Doppelwinkel, also das Symbol von Citroën, hier reingestickt einfach. Und das sind dann hier auch noch die Kopfstützen. Ne? In der Tür oben weicher Werkstoff, dann wieder ein Kunstleder mit dieser Sticknaht. Hier vorne das Schlangenleder, in Anführungszeichen. Ne? Dann hier noch ein Chromwinkel. Und ja, das zieht sich ja noch weiterhin fort, das Kunstleder, ein bisschen hochglänzend schwarz. Und im unteren Bereich haben wir dann harten Kunststoff. A-Säule ist mit Stoff bezogen, so auch der Himmel. Und hier spüre ich eine leichte Unterschäumung. Ja, in Frankreich hat eigentlich nur DS-Premium-Anspruch. Von daher muss Citroën gar nicht hier so hoch vorliegen mit den Materialien. Ich finde es aber ehrlich gesagt alles ganz ordentlich. Klar, gibt es auch harten Kunststoff, aber so ein Materialmix ist es eigentlich alles ganz angenehm. Lediglich das Teil hier, das mag ich einfach nicht so, wie es aussieht. Sieht billiger aus, als es sich anfasst oder anfühlt und somit ein bisschen schade. Weiter mache ich mit der Ergonomie. Wo sind welche Schalter? Hier ist der Startknopf. Natürlich muss ich auch das Bremspedal drücken und dann starten die Systeme. Hier haben wir so das große 12 Zoll Infotainment-System, was ich cool finde. Drei Finger drücken und dann ist man immer hier im Menü. Das finde ich richtig cool. Man könnte auch die Home-Taste drücken. Die bringt einen aber dann zu diesem Screen hier. Und die Autotaste immer zu den Einstellungen. Also die beiden Tasten gibt es hier noch. Aber das ist doch, finde ich, clever. Gut, also hier unten zwei Tasten eingearbeitet. Und dann haben wir auch noch hier einen richtigen Lautstärkeknopf. Das finde ich auch gut. Und wenn man da auch nochmal guckt, ne, mit Liebe, auch hier wieder der Doppelwinkel. Unter dem Infotainment-System dann hier erstmal der Warnblinkschalter, ganz gut zu erreichen. Und die Zentralverriegelung, rechts wie links Lüftungsdüsen, die ich hier frei verstellen kann. Und den Luftstrom regle ich über ein Drehrad. Und ganz genauso funktionieren auch die Lüftungsdüsen außen.
Noch ein tiefer habe ich dann die Steuerung der Klimaanlage, noch mit richtigen Drehreglern, das finde ich ja gut. Ich drehe hier unten und oben sehe ich dann, dass sich die Temperatur verändert. Und wir haben auch zwei Klimazonen hier vorne. Dazu kann ich noch alles Mögliche einstellen. Es gibt auch eine Sitzheizung, dreistufig hier. Und die macht den Sitz wirklich sehr schön wohlig warm, fast heiß. Also ich finde ich sehr angenehm, weil die Sitze auch so angenehm sind. Das passt also sehr gut zusammen. Dann hier der Shift-by-Wire-Gangwheel-Hebel. Dazu dann kann ich hier noch das Auto in den Brake-Modus versetzen, also dass er stärker rekuperiert beim Fahren. Und das Parkprogramm ist hier auch noch am Start. Die Drive-Modi, die wechsle ich hier und kann hier wechseln zwischen elektrisch, Komfort, Hybrid und Sport. Und dazu habe ich hier noch den Knopf der elektrischen Feststellbremse. Beim Lenkrad haben wir definitiv ein Multifunktionslenkrad, was unten auch ansatzweise abgeflacht ist. Das Ganze ist mit Leder bezogen, fast so ein bisschen wulstig. Es erinnert mich eigentlich von der Griffigkeit an BMW-Lenkräder. Ne? So ein bisschen griffiger. Man denkt erst, das sieht aber wulstig aus, fühlt sich aber doch dann sehr gut an. Das Lenkrad kann ich dann manuell verstellen, sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe, und das wäre hier der komplette Radius. Egal wie ich es mir einstelle, das Display hier hinter dem Lenkrad kann ich stets gut ablesen. Hier im unteren Bereich übrigens nochmal hochglänzend schwarz und auch noch so eine Alu-Spange, aus Plastik natürlich, ne? Dann kann ich hier den Speedlimiter bzw. den adaptiven Tempomaten steuern. Auf der rechten Seite hingegen habe ich Zugriff aufs Infotainment-System. Die Schaltwippen hier in hochglänzend schwarz, Lukenfläche frech da hinten rüber. Wir haben hier eine 8-Gang-Automatik, 3 Finger kann ich drauf ablegen. Hinten gibt es noch eine Riefe, kann ich also auch gut während der Fahrt erreichen. Habe ich aber nicht wirklich genutzt. An der Lenksäule habe ich hier den Scheibenwischerschalter, ne, für den Scheibenwischer vorne. Und für die Scheibenwischer vorne, weil hinten hat er gar keinen, nix. Und dazu noch ein Taster hier. Damit kann ich dann die Bordcomputerdaten entweder ins Setup-Display mir rufen oder, wenn das ausgeschaltet ist, halt ins normale Display. An der linken Seite dann Blinker, Lichthupe und doppelt langgezogen Fernlicht. Ich kann das Licht hier selber aber auch schalten, genauso Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer aktivieren. Und über diesen Taster kann ich dann das Cockpit steuern, die Ansicht im Cockpit. Links neben dem Lenkrad haben wir dann den Öffner der Tankklappe, muss ich ja haben, wenn ich ein Plug-in-Hybrid fahre. Das Zeichen für die Klimatisierung, eine Lenkradheizung gibt es. Ich kann hier zweimal drücken, um die elektrische Kofferraumklappe zu öffnen und mir hier auch noch auf Wunsch das Licht in der Höhe einstellen. In der Erweiterung der Armlehne habe ich die 4 elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich hier auf Wunsch auch sperren. Dann gibt es hier noch die Spiegelverstellung. Und wenn ich den Nöpsi hier auf 6 Uhr drehe, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich presse mich mal in den Sitz hier rein. Ach, das ist so kuschelig. Und nochmal die Mütze ab. Da seht ihr, zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt eine Faust quer. Wir haben hier das Glasdach. Das Glasschiebedach, da kommt der Himmel ja immer noch so ein Stück nach unten, aber ich mit meinen 1,80 Meter, ich habe hier keine Probleme. Auch wenn ich meinen Kopf bewege, stoße ich mit Mütze hier nirgends an. Die Mittelarmlehne, ja, die könnte ruhig ein bisschen breiter sein, wenn ich sie mir denn teilen wollen würde mit der Person, die auf dem Beifahrersitz sitzt. Will ich aber in der Regel gar nicht, ne? Weil ich ja eh beide Hände am Lenkrad habe. Ist die also frei? Nein, ihr seht es vom Platz her. Was das optische Platzangebot angeht, wir haben erstmal hellen Himmel, helle A-Säule, das Lüft natürlich, dann hier diese Chromleiste, ne, die sehr sichtbar diesen, den Schwung mitnimmt, das öffnet das Auto auch optisch nochmal. Also generell, ich habe so einen Schwung zur Seite und da stört das aufgesetzte Display mich auch gar nicht, sondern ich habe schon das Gefühl, Schwung, ich habe hier richtig Platz, ne, wie Gott in Frankreich. So sieht das hier aus. Nein, optisch wirkt er groß, aber als Fahrzeug der Mittelklasse ist er ja auch nicht klein. Ist ja kein kompakter, sondern ein Mittelklassefahrzeug. Die Sitze finde ich Bombe. Ich bin ja ein großer Fan von AGR-Sitzen, von daher bin ich ein bisschen traurig, dass es keine AGR-Sitze sind. Aber du setzt dich hier in den Sitz rein und denkst so,
wie so ein Lounge-Sessel. Ne? Also so richtig bequem. Du versinkst so ein Stück weit in dem Sessel. Dazu, die Heizung habe ich immer noch an. Ist ja ein Plug-in-Hybrid. Ich lasse alles schön laufen. Auch die Lenkradheizung, die ich eben noch gar nicht ausprobiert hatte, die hier zumindest den Bereich schön aufwärmt. Nicht heiß, aber warm. Die Sitzheizung wird mittlerweile schon ansatzweise heiß. Also das gibt wirklich ein so richtig wohliges Gefühl. Und dazu, wenn man hier nochmal scrollt, dann gibt es den Punkt Sitze. Und da, tata, gibt es auch noch eine Massagefunktion. Ne? Wir gucken mal, Katzenpfoten gibt es, Wellen, Strecken, Lendenwirbel, Schulter, Schlange, Seite zu Seite und Schmetterling. Und das Ganze in drei intensiv, also in drei Stufen quasi, wie intensiv man das Ganze haben möchte. Sitzheizung, Belüftung gibt es hier nicht, sondern nur Sitzheizung, habe ich eben völlig falsch erzählt. Ne? Ja, habe ich. Das kann man hier halt auch noch einstellen, aber halt auch eben die Massagefunktion. Und jetzt Massage an, Sitzheizung an, der Sitz an sich schon richtig bequem. Oh, es ist, ich möchte gar nicht mehr aussteigen. Ne? Ich könnte jetzt hier wirklich sofort ein Schlummerchen machen, weil das so angenehm ist. Und auch beim Fahren unterstützt diese Sitzkonfiguration hier mit der Massagefunktion und der Sitzheizung wirklich dieses Komfortgefühl, was du auch haben willst in so einem französischen Auto. Ja, manche Sachen entdeckt man erst spät. Den Knopf kann ich nicht nur nutzen, um die Kopfstütze hoch und runter zu fahren, sondern ich kann die hier auch in der Achse verstellen. Gut, dann schalte ich das Auto mal aus. Dann seht ihr auch, was hier passiert. Er sagt mir halt, also ich stehe ja hier die ganze Zeit, ne? Darum bin ich nicht gefahren, aber es gibt zum Ende dann immer noch so eine Übersicht, wie effizient man gefahren ist. Und jetzt öffne ich mal die Tür und der Sitz fährt nach hinten und das Display wird schwarz. Jetzt bin ich also wieder eingestiegen und drücke den Startknopf und dann baut sich das hier auch alles wieder auf. Hybridsystem ist aktiv, ist eine gute Meldung, dann weiß man, okay, man kann jetzt tatsächlich losfahren, wenn man hier den richtigen Gang einlegt oder die richtige Fahrstufe. Ich will aber gar nicht losfahren, sondern euch natürlich das Cockpit zeigen. Groß in Blau, in der Mitte zentral die digitale Geschwindigkeit, darüber Charge Eco Power. Das ist quasi der Drehzahlmesserersatz, weil wir hier einen Plug-in-Hybrid fahren. P ist die Fahrstufe, die gerade eingelegt ist, also das Parkprogramm. Hier unten 28% sind noch im Akku, das reicht für 12 elektrische Kilometer. 420 Kilometer komme ich noch mit der Tankfüllung, die hier dann entsprechend hinterlegt ist. In der Mitte die Rückmeldung vom Assistenzsystem. Und ich hatte ja gesagt, man kann hier drücken. Und das machen wir jetzt auch mal. Power, ne? Dann ist der Balken ganz dick. Navigation, dann habe ich die Karte im Hintergrund. Assistenzsysteme. Ja, drei Screens haben wir hier. Aber bei den Einstellungen unter Individualisierung kann ich auch die Anzeigen anpassen. Gilt einmal für das Infotainment-System selbst, aber auch für das Cockpit. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die drei haben wir uns eben schon angucken dürfen. Also sage ich eine Seite bitte dazu. Ich habe jetzt hier drei Sachen, die ich mir frei konfigurieren. Also frei im Sinne von irgendwas kann ich mir halt anzeigen lassen. Und würde mich jetzt hier gerne für Energie entscheiden. Aber es geht gar nicht. Warum geht das nicht? Eigentlich lässt er mich nur das auswählen. Passt jetzt hier. Na, jetzt kann ich Energie sagen. Ach, und das ist jetzt groß genug. Und schwuppdiwupp sieht das Ganze jetzt so aus unten drin. Kann das Ganze aber auch hier wieder entfernen, in Mülleimer ziehen und sagen, nee, das wollte ich gar nicht. Sondern ich wollte Kühlwassertemperaturanzeige, finde ich immer ganz wichtig. Und hier den Bordcomputer, den will ich auch stets im Blick haben. Ja, und dann geht das halt auch, ne? Und wird entsprechend dann abgespeichert und ist jetzt eher als vierter Screen auch noch verfügbar. Ja, was mir sehr gut gefällt übrigens bei dem Display ist, dass es trotzdem so alles schlicht gehalten ist. Also egal, wie man sich konfiguriert, es ist immer übersichtlich und nicht so viel Zip-Zap drin, wie das ja andere Hersteller gerne machen. Dazu haben wir auch noch ein Head-Up-Display, solltet ihr jetzt sehen, in Blau die Geschwindigkeit, also 0, Tempolimit 90 und dann so ein Hauch von, ich zeige euch hier die Karte und ein bisschen schlecht zu sehen, auch das Assistenzsystem, also dieses Bild mit dem Auto meldet sich hier und es wird mir alles schön dargestellt. Das ist nämlich ein wirklich richtig großes Head-Up-Display, also von der Fläche her. An der B-Säule schaue ich mal vorbei, das geht auch ganz gut. Die A-Säulen hier, nicht schlank, aber
auch, man, sie stören nicht groß. Da sitzt ihr, B-Säule okay, C-Säule okay. Zwischen C und D-Säule schon ein Fensterchen. Und dann sieht das so aus, als wäre hier eine Brücke aufgespannt quasi, wenn ich nach hinten gucke. Dadurch wird natürlich die Heckscheibe auch ziemlich klein. Und da haben wir auch einen toten Winkel, da könnten sich Kinderlein verstecken. Oder ein Fahrradfahrer oder so. Müssen wir halt aufpassen. Da weiß ich aber zumindest, dass das Auto zu Ende, weil trotz Coupé-Kombi am Ende der Heckscheibe ist quasi das Auto auch zu Ende. Somit gut zu rangieren. Am hinteren Eck wird sich aber niemand verstecken können, wenn ich vorher brav in den Spiegel gucke. Die Spiegel recht sportlich geschnitten für so ein Auto, was eher auf Komfort ausgelegt ist. Es ist auf jeden Fall angenehm groß, die Spiegelfläche, wobei sie für ein Fahrzeug von der Mittelklasse, also der Mittelklasse, ruhig noch einen Tucken größer sein dürfte. Mit einem Blick in den rahmenlosen Innenspiegel erfasse ich auch die komplette Heckscheibe. Allerdings, hatte ich ja eben schon gesagt, ist eher ein Sichtschlitz, also ist das jetzt auch nicht so bemerkenswert. Ja, dann lege ich mal den Rückwärtsgang ein und heuri. Und dann haben wir hier eine schöne 360-Grad-Ansicht und ein gestochen scharfes Bild der Rückfahrkamera. Wenn ich jetzt hier am Lenkrad drehe, dann wird mir zumindest bei der Rückfahrkamera, werden mir Hilfslinien angezeigt, wo ich denn hinfahre. Und bei der 360-Grad-Kamera habe ich hier die gute Aufsicht. Da kann ich auf drauf drücken, wenn ich jetzt hier eine Kamera anspringen will, weil die Aufsicht wird ja nur erzeugt durch die Spiegelkameras. Links und rechts und vorne und hinten haben wir jeweils eine Kamera. Dann kann ich hier mir noch einen Zoom anzeigen lassen, einmal nach vorne, aber auch nach hinten oder eben die 360-Grad-Geschichte. Wollt ihr nochmal groß sehen, weil ich nicht reingezoomt habe? Ja, ne? Ja. Und es ist ganz schön scharf, ne? Farbecht und ziemlich scharf. Gut, und wenn ich jetzt den Vorwärtsgang einlege, dann zeigt er mir das Ganze auch erst wieder nach vorne an, zumindest solange ich mich in Rangiergeschwindigkeit befinde. Und der Poller steht da vorne halt, ne? Gut, soweit, so gut kann ich wieder in Park setzen, das Fahrzeug, und euch sagen, es fehlt noch was, nämlich der Hupencheck. Wie hört sich die Hupe an? Ja, passt schon. 13 Staufächer soll es hier geben mit 29 Litern Stauvolumen. Ich werde sie jetzt nicht mitzählen, aber ihr könnt es ja machen und mir vielleicht sagen, wenn ich hinten auch fertig bin. Ich denke mal, es wird vorne und hinten gelten. Dann sagt ihr mir, wie viel ich vergessen habe. Ich hoffe keine. Fangen wir an mit dem Ablagencheck hier. Dafür fange ich natürlich in der Türtasche an und hier haben wir wieder die Y-Food-Flaschen mit dabei. Y-Food gehört jetzt zu meinen Partnern. Die kredenzen euch, wenn ihr wollt, eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Nutri-Score A, das scheint was Gutes zu sein. Gibt es auch vegan, gibt es aber auch unvegan. Ich finde es super, denn jede Menge Vitamine und Mineralstoffe sind mit an Bord. Und 500 Milliliter Y-Food haben genau 500 Kalorien, machen mich aber 4 Stunden satt. Und auf längeren Fahrten ist das natürlich eigentlich ein cleveres Getränk oder eine clevere Trinkmahlzeit. Statt irgendwo eine Pommesbude zu fahren und sich da irgendwie Kalorien wahllos reinzuhauen, nachher ist einem schlecht. Von dem ganzen Fett trinkt man so ein Döschen und ist dann 4 Stunden satt und weiß genau, wie viel Kalorien man verbraucht hat. Der halbe Liter passt hier gut rein, kann ich gut entnehmen. Da würde auch eine Literflasche passen. Ich habe im Übrigen noch eine zweite Flasche immer dabei, die ist deutlich kleiner. Das sind 330 Milliliter und die Geschmacksrichtung ist Cold Brew Coffee. Da ist natürliches Koffein bei, so quasi als Frühstücksersatz. Wenn man mal unterwegs ist, kann das ja auch hilfreich sein. Ja, soweit, so gut. Ihr seht, die beiden Flaschen passen hier locker rein. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Platz hinten drin. Ich kann die also auch legen. Trotzdem, der Bereich hier wird irgendwie komischerweise gar nicht genutzt. Ja, weiter geht's hier. Oberhalb der Schublade haben wir erstmal ein USB-C-Steckerchen. Da kann ich dann einen USB-Stick zum Beispiel reinstecken oder mein Handy verbinden, wenn ich denn möchte. Dazu noch ein 12-Volt-Anschluss und hier seht ihr eine grüne LED. Die zeigt mir an, dass mein Telefon hier gerade induktiv geladen wird auf dieser rutschfesten Fläche mit dem Qi-Symbol. Und davor haben wir noch eine rutschfeste Fläche, da habe ich halt den Schlüssel reingelegt. Und hier sieht ihr den Doppelwinkel und auch da greifen sie ihn quasi nochmal auf, wenn man so möchte. Ja, und das Ganze kann man natürlich auch schön zuziehen. In dieser schwarz glänzenden Fläche gibt es zwei Getränkehalter, jeweils mit so 3 Blasen. Ich nehme mal, der halbe Liter sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
vorne wie hinten. Also sage ich mal, die sind auch nicht groß anders von der Größe. Die kleine Flasche, die greifen die Luftblasen allerdings nicht. Wobei ich glaube, der hintere ist doch ein Tucken kleiner, weil da sitzt die Flasche deutlich straffer. Und die klappert hier rum, klappert aber auch nicht raus oder fällt nicht raus. Dann gibt es hier vor der Armablage noch einen kleinen Einschub, ein kleines Fach. Böse gedacht, könnte man ja denken, dass man hier das Handy immer schnell im Zugriff hat. Sollte man natürlich nicht mit rumspielen. Dann gibt es hier einen Knopf und dann öffnet sich das Ganze. Hier habe ich jetzt noch einen weiteren USB-C-Anschluss. Auch der lässt sich mit dem Infotainment-System verbinden. Und eine rutschfeste Matte gibt es auch noch. Die kleine Flasche könnte ich hier unterbringen, die große auch, aber nicht beide zusammen. Wir haben hier auch noch ein Handschuhfach. Einmal drücken, dann öffnet sich das. Man sieht auch ganz schön, dass es beleuchtet ist von oben. Da haben wir noch ein Brillenfach oder was ähnliches und ganz schön viel Platz. Denn hier meine beiden Flaschen kann ich da auch locker reinwerfen und gefühlt passen da noch 4, 5 andere Flaschen mit rein. In der Sonnenblende haben wir einen großen Make-up-Spiegel, nein, eine große Klappe, nur der Spiegel ist eher mittelgroß, wird von 2 LEDs beleuchtet. Und daneben haben wir dann noch einen Haken, einen Clip für die Rettungskarte, die ich ja hier ordentlicherweise hinhängen sollte, da ich Plug-in-Hybrid fahre. Die Klappe kann ich auch zur Seite drücken oder schieben, allerdings nicht nach hinten ausziehen, sodass hier von der Seite aus noch die Sonne einfallen kann. Es gibt hier einen Haltegriff und den habe ich nicht nur hier, sondern allen 4 Türen. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und zusammen ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Hier dann noch der Service Operator und der SOS-Knopf und damit kann ich auf der einen Seite das Schiebedach hier ganz auffahren. Ne? Dann ist es ganz offen. Vorne stellt sich ein Kamm auf und hier seht ihr, dass das Schiebedach in die Dachhaut reinfährt. Ja, vorne stellt sich ein Kamm auf und hier seht ihr, dass die Glasfläche quasi über das restliche Dach sich hinüberschiebt. Und bei geschlossenem Dach können wir dann hier die Verdunklung auch manuell wieder zuziehen und zu ist. Ja, das waren jetzt alle Ablagen, die ich gefunden habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist schon einiges. Man hat angenehme Ablagemöglichkeiten. Sie sind auch tatsächlich größer, als sie manchmal wirken. Und gerade das Handschuhfach ist natürlich gigantisch. Ich mag aber den Bereich hier irgendwie auch mit der Schublade. Das ist ordentlich und trotzdem kann man eine Menge gute Sachen verstecken da. Verstauen, nicht verstecken. Sehr schön, dann möchte ich euch jetzt einmal noch das Infotainment-System zeigen. In ähnlicher Form haben wir das ja schon mal im DS4 gesehen, im neuen oder auch im Opel Astra oder auch im Peugeot 308. Aber ich meine, das ist der erste Citroën jetzt mit dem neuen System. Und sie haben sich da auch das eine oder andere noch einfallen lassen. Sieht auch ganz gut aus. Schauen wir uns mal an. Gut, fangen wir mal an. Ich drücke die Home-Taste und dann komme ich auf diesen Screen, den ich auch konfigurieren kann. Da kann ich mir aussuchen, was ich da habe. Ich könnte jetzt auch weiter swipen und dann habe ich den nächsten Screen. Da sieht man Home und dann der weitere Screen. Hoppla. Und ich weiß gar nicht, ich möchte mal so machen, ne? Aber so geht es halt schon. Und das Ganze sind natürlich auch Kurzwahlziele, beziehungsweise hier könnte ich jetzt auch direkt was eingeben, wenn ich denn wollte. Kann ich natürlich auch ausschalten oder ich drücke wieder Home. Dann habt ihr eben schon gesehen, mit 3 Fingern touche ich aufs System und habe jetzt alle Funktionen nochmal in Icon-Form. Das finde ich mal richtig pfiffig, weil man das selbst als Bewegungslegastheniker echt gut machen kann. Ne? Klack, 3 Finger. Und gut ist. Das System hat jetzt auch eine Spracherkennung, die wollte ich aber gar nicht aktivieren, sondern ich wollte sagen, Hello Citroën, stell die Sitzheizung aus. Hat so ein bisschen was von Kit, ne? Ja gut, ein Fehler ist aufgetreten. Vermutlich ist die Netzqualität hier gerade nicht so gut. Man weiß es nicht, obwohl hier alles eigentlich ganz gut dasteht. Also nochmal zurück, nochmal hier hin.
Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem Bereich Medien. Da habe ich den Player, das passiert hier gerade und ich sehe USB-Disk, ne? Und kann mir jetzt auch ansehen, was hier auf der Playlist drauf ist. Es gibt eine Mediathek, die ich nutzen kann. Ich könnte aber auch in den Bereich Radio einfach mal reinspringen. Dann hätte ich hier eine Senderliste, aus denen ich Sender raussuchen kann und hinten das Herzchen setzen. Dann ist das auch immer gleich auf der Favoritenliste hier mit drauf. Könnte aber auch sagen, Mensch, den Sender will ich hier ganz vorne haben, weil ich den so super finde. Flakes FM, ne, natürlich. Und dann funktioniert das halt auch. Das kann ich mir auch hin und her schieben hier. Und, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal hier in den Bereich. Hier kann ich noch muten und einen Sender weiterspringen halt. Und das sind die Einstellungen. Unter anderem habe ich Toneinstellungen für alle Passagiere optimiert. Es gibt einen dreistufigen Equalizer und ich kann hier vom Subwoofer und dem zentralen Lautsprecher auch nochmal die Lautstärke, meine ich, hochziehen. Ne? Aber ich lasse natürlich immer alles schön in Nullstellung. Gut, wieder zurück zum Player. Und hier kann ich dann noch zwischen DAB und FM wählen, wenn ich denn möchte. Genauso könnte ich jetzt hier auch einen Sender suchen. Entweder manuelle Eingabe oder beim DAB geht das halt nicht ganz so gut. Ja, soweit so gut. Und es reicht dann auch. Also drei Finger habe ich gelernt. Ich finde das richtig cool, ich mache das gerne. Der Bereich Medien ist natürlich der gleiche. Wir hatten ja eben hier die USB-Stick-Geschichte und wäre jetzt hier noch was anderes verbunden, ein iPhone oder, würde das halt genauso mit auflisten wie eben die Unterscheidung FAM oder FAM, FM oder DAB. Im Übrigen hier die Außentemperatur und die Uhrzeit, das ist halt eine andere Farbe als das Weiße. Weiß ist halt innen und das ist dann außen oder allgemeingültig. Hier 19 Grad, 20,5 ist die Klimaanlage. Zack, wieder alle drei Finger. Navigation, das ist jetzt TomTom. Wer TomTom nutzt, der erkennt es sofort, auch an den Grafiken und so. Für mich persönlich TomTom nach wie vor das beste Navigationssystem, was auf dem Markt ist, schlägt meines Erachtens auch jedes Mal Google Maps. Darum habe ich das persönlich auch als iPhone-App und zahle da richtig Geld für und nutze das immer zum Navigieren. Ich habe jetzt also hier die Suche. Da könnte ich jetzt sagen, Mensch, ich suche die Wertherstraße mit der Hausnummer. Zahlen muss ich hier dazu buchen, ne? 42, dann gehe ich wieder zurück. Blank in Bielefeld. Er sucht noch, Suche ist erfolgt, dann hat er es auch gefunden, zeigt mir das jetzt hier an, jawohl, da will ich hin. Und dann fängt er an zu rechnen. Das ist jetzt natürlich eine fiese Nummer, weil ich hier im tiefsten Spanien bin. Also gar nicht im tiefsten Spanien, ich bin in der Nähe von Barcelona in da, neben Manresa. Ja, jetzt rechnet er immer noch, ne? Gibt mir jetzt hier erstmal eine Route, aber da merkt ihr, er ist schon am Rechnen einer zweiten Route. Um 8.06 Uhr wäre ich zu Hause. Jetzt ist es 6. Boah, schon ein bisschen, ne? 1618 Kilometer halt. Komm, ich sag jetzt einfach mal fahren. Da war er jetzt drauf und dran, die zweite mir anzuzeigen. Das ist hier die 3D-Ansicht, die kann ich auch ändern in Fahrtrichtungsausgerichtet oder Nordausgerichtet. Ich kann hier sagen, ich will Anweisungen hören oder nicht. Das ist die nächste Sache, die ich machen muss. 8.07 Uhr bin ich da, 1618 Kilometer habe ich vor mir. Demnächst passiert hier was in 167 Kilometern. Da werden dann auch noch Staus und so weiter aufgeführt, je weiter er hier Informationen bekommt. Und ich kann das Ganze auch beenden. Also Ende drücken. Ja, hier entweder die Sprachtaste drücken oder eben Hello Zitrön, fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Navigiere zum Ziel Wertherstraße 42, Bielefeld. Ja, jetzt können die Starten drücken oder die Zeit ablaufen lassen und dann passiert das. Schnellste Route wird gesucht, ich beende das mal. Gut, brauchen wir nicht mehr, haben wir uns angeguckt.
ADHS, nein, das sind hier die ganzen Geschichten, die ich mal eben schnell einstellen kann, Hinderniserkennung und so weiter, was soll er machen, wie soll er sich verhalten, Videoanleitung gibt es dazu auch noch, Favoriten hier, um Sachen schnell oder eben auch nicht einstellen zu können. Mirror Screen ist klar, Apple CarPlay oder Android Auto, das hatte ich euch auch schon gezeigt. Ja, dann haben wir alles. Ne? Sitze hatten wir auch schon. Energie hatten wir noch gar nicht. Mensch, ist ein Plug-in-Hybrid-Light. Was machst du denn? Ne? Energiefluss, passiert gerade nichts. Statistik, wie viel haben wir verbraucht? Ich stehe jetzt hier die ganze Zeit. Laden, wann, wie, wo und e-safe. Also entweder soll er den Akku vollladen, wenn er ganz leer ist, ein Maximum erreichen oder eine 10 oder 20 Kilometer Reichweite halten. Das kann man entsprechend einstellen und dann sind wir aber wirklich durch jetzt hier mit dem Infotainment-System. Ja, Citroën, das passt auch zu Ihnen, hat kein namhaftes Premium-Soundsystem, sondern einfach HiFi-System heißt das, glaube ich. Das ist auf jeden Fall hier verbaut. Es hört sich auch ganz gut an, Höhen mitten schön differenziert. Der Subwoofer sorgt auch für ein bisschen Bassdruck, ist es aber auch nicht berauschend. Und mir persönlich ist der Klang ein bisschen zu künstlich. Also mir fehlt da so die Wärme auf der Bühne quasi. Aber sonst rein vom Hören her, ne? Ein bisschen Radio hören, ein bisschen Musik hören, das hört sich wenigstens klar an, nicht matschig. Das ist schon eine gute Qualität hier. Also von daher halt ein bisschen künstlich. Das ist nichts Schlimmes. Ja, ich finde es richtig super. Es ist ja leicht Coupé-artig, aber nicht so schlimm. Es ist ja eigentlich fast ein Shooting-Break. Ne? Schlagt mich nicht, aber man könnte es so interpretieren. Egal, wie man es nennt, die Form. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel Platz habt ihr denn hier hinten auf der Rücksitzbank und wie sieht das mit der Ausstattung aus in der höchsten Ausstattungslinie auf der Rücksitzbank. Ja, der Fußraum, das sieht schon mal sehr feudal aus und ich finde auch die Sitze hier hinten sehen sehr bequem aus. Ach ja, das ist schön. Ja, bequem und komfortabel. Ich nehme mal die Mütze ab und lehne mich mir hier entspannt an. Zwei flache Hände bekomme ich auf jeden Fall noch zwischen meinem Kopf und den Himmel. Ich bin ja 1,80 Meter groß und der Fahrersitz ist nach wie vor auf mich eingestellt. Ich habe die Zündung extra angelassen, dass der sie nicht noch weiter zurückfährt, also die Komfortfunktion quasi nutzt. Und somit sitze ich sehr entspannt hinter einem 1,80 Meter großen Fahrer. Meine Füße kann ich leider nur bis zum vorderen Spann unter den Vordersitz schieben. Der ist allerdings auch in der tiefsten Position schon. Ne? Von daher ist das okay und ich habe es auch gar nicht so nötig, denn ich habe hier jede Menge Beinfreiheit. Der Fahrersitz vorne übrigens auch hart verschalt. Selbst wenn ich jetzt größer wäre, würde ich ihm meine Knie nicht in den Rücken bohren. Und hier ist dann auch noch mal so, vielleicht zeige ich das mal, hier ist es dann sogar noch so ausgespart, als würde da extra ein bisschen mehr Platz sein, extra ein bisschen mehr Platz sein, damit man die Knie da ablegen kann, wenn man jetzt so ein Sitzriese ist. Ich bin aber gar kein Sitzriese, für mich fast so unbequem. Nein, so ist es angenehm. Also ich, ja, prima. Stoß auch nirgends an. Mal mit Käppi probieren. Nee, auch mit dem Käppi stoße ich hier nicht mit dem Schirmchen irgendwie an die gepolsterte A-Säule. Das ist schon sehr bequem. Ich sitze hier auch fast so komfortabel wie hier vorne. Aber vorne, die Sitze sind schon Bombe. Ne? Also das ist hier schon zweite Wahl, aber zweite Wahl ist immer noch richtig gut. Also wenn du dann Kindern zum Beispiel, die sind schon ein bisschen größer halt, also du brauchst Platz wirklich für die. Man kennt das ja, ne? Man ist selber 1,80, die Kinder sind da schwuppsdiwupps 1,85 oder so oder 1,90, dann brauchen die ein bisschen mehr Platz zum Sitzen. Hier haben sie auf jeden Fall jede Menge Beinfreiheit im C5X. Ja, gut. Dann gibt es auch neue elektrische Fensterheber, die sich fast vollständig versenken, obwohl wir hier wirklich eine große Fensterfläche haben. Wir haben also nicht getrickst hinten mit so einem Dreiecksfenster. Und achso, das brauche ich noch gar nicht an dieser Stelle prüfen, aber es gibt auch einen Klemmschutz, das kann ich euch schon mal sagen. Dann schauen wir uns nochmal die Ausstattung hier hinten an. Die Türtasche natürlich deutlich kleiner, habe ich eben gar nicht gesagt. Ne? Das ist rutschfest, die Unterlage in der Türtasche, also auch vorne. Darum lohnt sich es auch immer mal hinten mitzugucken. Ne? den halben Liter kann ich hier noch gut rausnehmen, aber hier passt halt wirklich keine Literflasche mehr rein. Dafür haben wir hier eine Griffschale, die könnte ich auch als Ablage nutzen, die ist aber nicht rutschfest.
quietschfest gestaltet. Hier oben haben wir dann einen Haltegriff, allerdings ohne den klassischen Kleiderhaken. Den braucht man wohl in Frankreich nicht. Dafür haben wir dann noch ein Gepäcknetz hier unten und das ist auch breit genug, um hier DIN A4 quer aufzunehmen. Natürlich auch geht es genauso hochkant. Dann haben wir in der Mitte zwei Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann. Kann ich die frei verstellen? Ja, war nur ein bisschen schwergängig. Und auch da kann ich den Luftstrom regeln. Dann habe ich hier noch zwei USB-C-Anschlüsse und die Möglichkeit, hier unten in einem Fach noch was hinzustecken, wie zum Beispiel mein Handy. Wenn ich hier hinten sitze, das ist ja, kennen wir von den Asiaten, kann ich auch den Beifahrersitz hier steuern. Immer wieder witzig, ne? Wenn da so jemand sitzt, kannst du hin und her fahren. Na, so witzig ist es gar nicht. Dann haben wir hier im Himmel noch Leseleuchten für die beiden äußeren Sitzplätze und das ist dann zusammen aber auch die Einstiegsbeleuchtung. Hinten haben wir dann noch eine Mittelarmlehne. Das kann ich erstmal öffnen. Dann habe ich hier Getränkehalter und ein kleines Fach. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, aber sehr klein, eine Durchlade. Da passt also wirklich maximal ein paar Skier durch oder irgendwelche Latten. Aber ich kann hier halt vom Kofferraum nach vorne durchladen oder hier schnell mal in den Kofferraum greifen. Gut, zwei Getränkehalter sehe ich hier, auch so mit Luftblasen, 4 Stück an der Zahl pro Getränkehalter und hier vorne noch ein Fach. Das Fach kenne ich schon aus den französischen Modellen oder auch vom Opel, der hat das. Da kann ich quasi mein Handy so halb ablegen, wobei mein iPhone 13 Pro Max, hast du nicht gesehen, ein bisschen zu groß ist dafür. Dafür kann ich aber natürlich die Getränkehalter nutzen. Nehme hier wieder meine Flaschen, dafür habe ich sie ja mit. Die kleine wird hier nicht gehalten, wackelt also raus. Die halbe Liter Flasche, die hat hier aber einen sehr guten Halt, kann ich hier gut reinstecken und dann wackelt hier auch gar nichts mehr. Natürlich kann ich die Armlehne auch als solche nutzen und mir mit meinem Sitznachbarn bzw. meiner Sitznachbarin teilen. Das geht, glaube ich, in dem Fall schon. Wenn jetzt hier eine dritte Person Platz nehmen sollte, also wenn ich wirklich so ein bisschen zur Seite rutsche, dann bin ich hier bei dem perforierten Leder fertig mit meinem Gesäß. Ja, hier bin ich, mit beiden Oberschenkeln oberhalb der perforierten Lederfläche. Das heißt, drei Personen hier mit meinem zierlichen Abmessung, die werden hier hinten nicht glücklich werden. Auch ein Träumchen, die Gurte hier hinten, wirklich extra lang, damit man Kindersitze und Babyschalen bequem anschnallen kann, finde ich richtig gut. Die Fenster sind mit einem Einklemmschutz ausgestattet, der auch sofort greift. Und wenn ihr euch gleich den Kofferraum noch anguckt, werdet ihr sehen, dass ich richtig begeistert bin von dem Einklemmschutz. Da ist der beste, den ich bisher kennenlernen durfte. Ja, so ist das. Die Isofix-Halterung befinden sich hier zwischen dem Reißverschlussöffnung. Das finde ich ein bisschen frickelig, da gibt es wirklich bessere Lösungen, aber es geht zumindest. Ne? Die äußeren Gurtpeitschen sind recht starr, allerdings rutschen die hier auch schnell weg. Also ich meine, das ist nicht die optimale Lösung, damit Kinder sich selbstständig anschnallen können. Aber es geht halt schnell. Nee, ist nicht optimal. Wollen wir nicht schön reden. Und das ist der Gurt hier an der Armlehne für den mittleren Sitzplatz. Hier im Funkschlüssel kann ich was rüberschieben und dann hier was rausziehen, nämlich ein Schlüsselbart. Den kann ich jetzt hier bei der hinteren Tür nutzen, führe ich da ein und schließe einmal über, dann ist die Kindersicherung aktiv. Die Kinder können nicht mehr die Türen von innen alleine öffnen oder ich deaktiviere das wieder. Und hier im geöffneten Handschuhfach kann ich den nochmal nutzen. Auch hier kann ich überschließen und dann ist der Beifahrer-Airbag deaktiviert bzw. ich kann ihn auch wieder aktivieren. Allerdings haben wir keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Der C5X kommt mit einer elektrischen Heckklappe. Der Taster befindet sich hier zwischen R und O oberhalb des Kennzeichens. Ich habe auch einen Taster auf dem Schlüssel und im Innenraum. Das ist ein bisschen schlecht, was die Franzosen hier gemacht haben mit der Heckklappe, weil man sich wirklich tief bücken. Ein kleiner Scherz. Ich habe sie natürlich programmiert. Sie lässt sich frei programmieren. Das finde ich immer gut, wenn man halt Garagen hat, die nicht ganz so hoch sind. Gucken wir mal, was der Einklemmschutz sagt. Da habe ich gar nichts gespürt. Das ist ja schön. Also funktioniert hervorragend, meinte ich damit. Auch finde ich schön, dass sie weiter zufährt. Und auch im... Also das ist ja best of its class, würde ich fast sagen. So einen Einklemmschutz habe ich noch nicht erlebt, der wirklich aufhört, wenn ich dagegen puste quasi. Das kann man mal wirklich
rausstreichen positiv, das haben sie gut gemacht, die Franzosen. In den Kofferraum vom 2022 Citroën C5X Hybrid passen 485 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1580 Liter. Die Benziner haben 60 Liter mehr Stauraum im Kofferraum. So, jetzt zeige ich euch gerne nochmal den Kofferraum. Erstmal, was ich super schön und praktisch finde, der Stoßfänger, das ist einfach nur harter Kunststoff, ist nicht lackiert. Da möchte man jetzt sagen, aber ich finde es halt super, weil was bringt mir eine lackierte Stoßstange? Dann gibt es hier noch so einen Edelstahlschutz aus Plastik, natürlich, wie soll es anders sein? Und hier im Kofferraum haben wir so Riefen, finde ich nicht ganz so praktisch, weil die halt glatt sind. Es gibt ja andere Systeme, da fährt die Mitte dann raus und das ist gummiert und hält die Ladung. Hier ist es tatsächlich so, dass die Sachen drauf rumrutschen, haben wir eben während unserer Testfahrt gesehen. Dann kann ich das Ganze hier anheben. Hier ist der Subwoofer vom Soundsystem, das Warndreieck und das Tire-Kit mit ein bisschen Bordwerkzeug noch. Und hier sieht man auch die Zuröse, die es natürlich auch auf der anderen Seite geht. Und weil ich immer gefragt werde, was befindet sich unter dem Schaumstoff? Gar nichts. Und wenn ich hier jetzt einmal wild ziehe, dann seht ihr auch, da ist das Akku-Pack. Und genau der Grund, warum der Kofferraum hier beim Plug-in-Hybriden 60 Liter kleiner ist als beim Verbrenner. Das Pendant zur Zuöse findet ihr dann im vorderen Bereich auch. Und hier haben wir die Möglichkeit, Strom zu fassen, einen 12-Volt-Anschluss. Hier kann ich die Rücksitzbank umwerfen. Auf der rechten Seite gibt es statt 12-Volt-Anschluss eine Kofferraumbeleuchtung in Form einer LED. Und hier haben wir auch noch ein kleines Fach, wobei richtig tief geht es da auch nicht hinunter. Jetzt haben wir hier so einen fixen und festen Sichtschutz. Den kann ich hier oben aushängen. Wenn ich das so ein bisschen vordrücke, sieht man auch, was man machen muss, nämlich das einmal hier rausholen die Klemme und dann rutscht das nach vorne. Damit muss man sich natürlich nur beschäftigen, wenn man den entfernen will. Und das macht man dann, indem man den Kasten hier einmal ein bisschen rüber drückt und dann kann man das ganze Ding entnehmen, allerdings nirgends im Kofferraum verstecken. Ja, und hier ist unser ganzes Gepäck, ne? Ist ja gerade nicht im Kofferraum. Gut, mit gebührendem Abstand zum Stoßfänger komme ich mit meinen 1,80 Meter bei aller Liebe nicht an die Entriegelung der Rücksitzbank. Dafür habe ich aber den Kollegen hier und wenn ich den jetzt einmal ziehe, dann fallen hier schon mal, 40% und jetzt aber auf der anderen Seite dann die restlichen 60%. So ist die Rücksitzbank eben umklappbar. Eine ganz ebene Ladefläche haben wir nicht, sondern bei den umgeworfenen Rücksitzbankhälften steigt das Ganze nach vorne hin an. Und kurz, damit ihr es auch gesehen habt, hier die Kofferraumklappe, da haben wir den Taster. Wir haben noch eine Zuziehhilfe und sonst ist das Ganze aber eher ohne Funktion. Je nach Ausstattung kann ich zwischen 404 und 462 Kilogramm zuladen beim Plug-in-Hybriden, davon 85 Kilogramm aufs Dach schnallen. Es wird auch eine Anhängerkupplung geben mit einer Stützlast von 70 Kilogramm. Mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1350 Kilogramm. Wenn der Anhänger über eine eigene Bremsanlage verfügt, hat er die nicht, dann bin ich gebunden an ein Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Citroën C5X als Hybrid 225. Ich drehe hier mal, das ist nicht die Kraxer Straße, sondern wir sind in Spanien unterwegs, ne? In Spanien, in der Nähe von Barcelona. Und somit nutze ich jetzt hier wirklich die 360-Grad-Kamera schön aus. Die hilft mir nämlich ungemein beim Rangieren. 11,7 Meter der Wendekreis von Bordstein zu Bordstein hier bei dem Fahrzeug. Ja, wir haben diverse Fahrprogramme, sogar zwei mehr als beim Verbrenner. Wenn ich hier die Modi-Taste drücke, elektrisch, da kann ich also erzwingen, dass das Fahrzeug elektrisch fährt. Komfort, Hybrid und Sport. Wir sind weitestgehend in Hybrid gefahren. Ich fahre jetzt aber mal kurz elektrisch, weil es so schön ruhig ist. Es ist ja ein Plug-in-Hybrid, das elektrische Fahren hat seine Grenzen. Wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke, ne, dann kommt der Verbrenner dazu. Ein Drehzahlmesser gibt es nicht, das seht ihr hier auch schön auf dem Display. Das ist ja dieser Effizienzmesser oder Drehzahlmesser-Ersatz.
Da habe ich die Bereiche von Charge zu Eco. Neben dem eigentlichen Fahrprogramm, wo ich die Programme wählen kann, habe ich dann noch den Brake Mode. Und den kann man besonders schön ausprobieren, wenn man hier bergab fährt. Jetzt fahre ich in Drive. Das Fahrzeug rollt, 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 wird immer schneller bergab. Und jetzt schalte ich in den Brake Mode. Und das Fahrzeug verzögert. Man sieht es auch im Charge-Bereich. Ne? Der ist jetzt ziemlich stark am Laden sogar, während ich hier fast im gleichbleibenden Tempo mich bergab bewege. Das heißt auch, es ist kein One-Pedal-Driving. Es geht auch nicht wirklich in die Richtung. Dafür müsste er wesentlich schneller, wesentlich langsamer werden. Aber er bremst mich hier schon runter. Ne? Er bleibt dann allerdings im Bereich so zwischen 10 und 13 km/h, kriecht quasi schön weiter, bleibt nicht stehen oder kommt nicht zum Stehen. So, ich wechsle jetzt nochmal direkt ins Komfortfahrprogramm, denn hier links und rechts von der Straße ab geht es dann immer mal wieder so auf den Acker quasi. Und was kann ich Besseres machen als diese komfortable Geschichte oder das komfortable Fahrwerk vom C5X anzupreisen, indem ich hier einfach mal durch die Pampa fahre. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist hier wirklich ziemlich uneben auf diesem kurzen Weg. Und er federt doch eine ganze Menge weg. Und das ist jetzt wirklich hier so ein Schotter ausgewaschener Feld- und Wiesenweg. Das hat noch nicht mal was mit Straße zu tun. Und da ist er hochkomfortabel. Klar kann er jetzt hier nicht große Schlaglöcher oder Rinnsteine wegbügeln, aber es geht schon Richtung Luftfahrwerk und es ist halt keins. Ne? Und das ist halt das Interessante. Der ist schon wahnsinnig komfortabel abgestimmt. Das macht wirklich eine ganze Menge Spaß, den zu fahren. Und zur komfortablen Fahrwerksabstimmung kommt dann halt noch der elektrische Modus, also dass ich hier auch weitestgehend elektrisch fahren kann, wenn ich denn möchte. Und natürlich könnte ich das jetzt auch wieder. Und dann haben wir noch die Akustikverglasung. Hier sämtliche Scheiben sind laminiert, damit man möglichst abgeschottet ist. Natürlich hört man den Verkehr draußen schon noch ein bisschen, das ist ja auch wichtig. Das ist also hier das ultimative Wohlfühl-Ambiente. Und dazu kommt dann ja noch, dass ich hier in einem Sitz sitze, den hatte ich euch ja im Innenraum schon beschrieben, der Sofa-Charakter hat, in den ich richtig reinsacke. Und was mache ich denn hier? Ne? Ich fahre ja ohne die Sitzmassagefunktion, die schalte ich mir mal schnell wieder ein. Und jetzt habe ich das perfekte Komforterlebnis hier beim Fahren. Das ist wirklich nett. Wenn ich allerdings jetzt sage, komm, 5 Minuten, es wird kritisch, ich gehe mal in den Sportmodus, dann kann ich tatsächlich hier die Kurven auch ein bisschen sportlicher nehmen. Dann versteift sich oder verhärtet sich das Fahrwerk so ein bisschen und man hat hier keine Probleme. Man merkt aber gerade bei diesem zügigen Fahren durch die Kurven durchaus das Gewicht des Fahrzeugs. Und während ich ja hier noch massiert werde, schreit mein ganzer Körper quasi, nein, nein, nicht schnell fahren. Ne? Fahr gemütlich, mach's dir komfortabel. Ich wollte nur sagen, es geht. Und für mich ist das hier auch der Beleg, dass das Fahrzeug wirklich super abgestimmt ist. Denn das hier ist quasi so das Kassler-Berge-Setup, die Sporteinstellung, dass du auch zügig durch die Kassler-Berge auf der Autobahn durchkommst halt, ohne dass sich das Fahrzeug irgendwie aufschaukelt oder so. Das verhärtet das Fahrzeug schon angenehm, die Sporteinstellung, ohne dass es jetzt irgendwie zu sportlich wird, aber eben genau richtig, um mal die eine oder andere Kurve schneller zu nehmen, vor allen Dingen aber auf der Autobahn, auf kurvigen Gebieten schnell unterwegs zu sein. Ja, und dann im städtischen Bereich kann man natürlich gleich wieder in den elektrischen Modus wechseln und den Brake Mode aktivieren. Weil so ist man in der Stadt ja am effizientesten unterwegs. Ja, wir haben hier unter der Haube den Verbrenner mit 180 PS, ein 1,6 Liter rein Vierzylinder. Dann haben wir im Getriebe noch den Elektromotor verbaut, im 8-Gang Automatikgetriebe. Der hat eine Leistung von 81 kW, das entspricht dann 110 PS. Und weil die nicht quasi in Reihe geschaltet werden, die beiden Motoren, sondern Teilbereiche haben, wo sie nicht zusammenarbeiten, haben wir eine Systemleistung von nur 224 PS. Und die komplette Kraft wird halt an die Vorderachse weitergegeben.
Mit 1,85 Tonnen Leergewicht ist der C5X als Hybrid natürlich auch kein Leichtgewicht. Wir haben die 224 PS, die dagegen stehen. Und somit kommen wir auf ein Leistungsgewicht von 8,3 Kilogramm pro PS. Ich sage ja immer, 5 Kilogramm ist ein sportliches Auto, 10 Kilogramm die Familienkutsche, sorry. Da ist er schon eher im Familienbereich, aber wir haben ja auch gelernt, dass Elektromobilität gerade, was den Anzug angeht, das Beschleunigen natürlich anders einzuordnen ist. Und dadurch, dass er hier halt den Boost oder die Unterstützung des Elektromotors beim Beschleunigen hat, fühlt er sich erstmal ein bisschen spritziger an, als das die Werte auf dem Papier glauben lassen. Was ich ja an Plug-in-Hybriden mag, ist, jedes Mal, wenn du bremst, gewinnst du Bremsenergie zurück, weil im ersten Schritt natürlich der Elektromotor für dich bremst und dann wird die mechanische Bremse erst betätigt. Du spürst hier den Übergang nicht, also man weiß nicht, wann elektrisch gebremst wird quasi und wann mechanisch. Ich finde es halt schön, dass man hier nichts verschwendet beim Bremsen. Und die Bremse hat auch selbst einen sehr angenehmen Druckpunkt. Du kannst, egal wie das nun im Hintergrund passiert, sehr angenehm fein dosiert runterbremsen. Hast sofort auch die Bremsleistung am Pedal. Also da ist nicht erst irgendwie ein Weg, den du zurücklegen musst. Und während unserer kleinen Testfahrt hier habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Bremse mit dem Fahrzeuggewicht überfordert ist. Die Arbeit der Achtgangautomatik, die nimmt man auch kaum wahr. Die Automatik schaltet wirklich sehr weich, sehr ruhig. Nur wenn man Vollgas gegeben hat, dann hat sie hin und wieder, dann braucht sie einen Augenblick, um sich wieder zu beruhigen, sprich halt hochzuschalten, weil das Auto dann natürlich denkt, Mensch, wenn er jetzt einmal so aufs Gas gedrückt hat, dann will er das vielleicht gleich nochmal machen, bleibt also oder lässt dem Auto noch so ein bisschen Drehzahl, um halt direkt wieder anknüpfen zu können. Und das dauert mir persönlich manchmal ein bisschen zu lang. Dem sportlich versierten Fahrer wird es aber wohl nur recht sein. Ich bin jetzt hier mit 100 km/h unterwegs, im Übrigen im Komfortmodus. Das Auto läuft schön leise, ich habe keine Windgeräusche, ich habe kaum Abrollgeräusche, es ist wirklich herrlich ruhig. Und bei 120 ändert sich das auch nicht groß. Jetzt setzen ganz leicht die Windgeräusche ein. Es ist trotzdem noch herrlich ruhig im Fahrzeug und die Abrollgeräusche verändern sich auch nicht groß. Und das ist wirklich, macht ja auch einen Großteil des Komforts aus, wenn so ein Auto richtig schön leise laufen kann. So, einmal auf 0 und dann geht's mit Vollgas los. Nicht die feine Art hier, aber es ist auch nicht illegal. Und ihr könnt jetzt sehen, wie ich hier auf 100 hoch beschleunige. Ach komm, ich bleib noch drauf, ein Stückchen bis 120, wobei das jetzt hier auch den Berg hoch ging. Das geht schon flott, wenn man aufs Gas tritt. Klar, brüllt dann der 1,6 Liter Motor auch mit dazu, aber im Grunde fühlt es sich flotter an, als es sich liest. Denn gelesen von 0 auf 100 unter idealen Bedingungen geht das in 7,9 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit von 233 km/h werden wir hier in Spanien leider nicht erreichen. Ich stelle mal mit einem spitzbübigen Lächeln die Vermutung auf, dass der Wagen bei 160 auch noch angenehm ruhig ist und dass das vermutlich eine sehr, sehr angenehme Reisegeschwindigkeit immer noch ist, bei der man sich auch gut mit seinem Sitznachbarn unterhalten kann. Ich bin immer noch in Sport, da hört man jetzt den Motor durchaus ein bisschen. Der ist hier auf Vorspannung quasi. Sobald ich aber wieder in Komfort runterschalte, wechselt er hier auch brav die Gänge hoch in den achten und wir sind wieder auf einem angenehmen Geräuschniveau. Kurz noch was zur Lenkung. Die ist jetzt nicht hier wahnsinnig sportlich direkt, aber schön präzise. Und auch die führt dazu, dass ich persönlich gar nicht so den Wunsch habe, den Drang, wahnsinnig sportlich zu fahren. Aber die macht halt genau das, was sie soll. Sie führt das Auto dahin, wo ich den Lenkbefehl quasi hingebe. Und das ist ja auch okay. Das Fahrzeug kommt mit einer WLTP-Verbrauchsangabe von 1,3 Liter in Verbindung mit 15,7 Kilowattstunden. Leider zeigt mir der Bordcomputer hier wirklich nur die Literanzeige an. Die Kilowattstunden werden ausgeblendet. Die sehe ich halt nur, wenn ich das Fahrzeug einmal ausschalte. Dann ist es aber auch schon wieder weg.
Und während der Verbrauch der Liter werden hier, die werden halt kontinuierlich gezählt. Somit kann ich euch zwar sagen, dass wir gestern einen Verbrauch von 5,5 Litern hatten. Ich kann euch aber nicht sagen, wie viele Kilowattstunden wir verbraucht haben. Unter anderem hatte ich auch die E-Safe-Option gesetzt, dass ich also gesagt habe, bitte behalte immer 20 Kilometer elektrische Reichweite im Akku. Und das hatten wir, ja, damit sind wir eine ganze Weile gefahren. Ich denke, also so mein Gefühl auf jeden Fall, du kannst das Auto hier ganz entspannt unter 7 Litern fahren. Die WLTP-Angabe, wenn ich nur den Verbrenner an Bord hätte, also nicht den Elektroantrieb, liegt bei 6,6 Liter. Von daher unter 7 Liter eigentlich muss das auf jeden Fall klappen. Aber dann fährst du halt auch schon bequem auf der Autobahn. Gestern sind wir viel Autobahn gefahren, hier in Spanien ja maximal 120 und danach haben wir aber noch Location gesucht zum Drehen, Locations, ne? Und da sind wir dann nicht mehr ganz so effizient unterwegs. Also von daher denke ich auch auf der deutschen Autobahn, wenn man sich so im Rahmen bis 160 bewegt, sollte man mit 7 Litern super hier mit dem Fahrzeug wirklich auskommen. Komme ich kurz zum Fazit hier von meinem Fahreindruck. Ich finde, dass der Hybrid-Antriebsstrang wirklich perfekt zu dem C5X passt. Auch in seiner besonderen Art, ne? Dieser Mischung aus Coupé, Kombi und halt SUV, das greift alles so schön ineinander. Du bist hier nicht der Sportlichste, strahlt das Auto auch gar nicht aus, aber du kommst flott von A nach B, du kannst batterieelektrisch fahren, wenn du im urbanen Umfeld unterwegs bist, natürlich auch auf der Autobahn, mal bis 135 km/h, und es ist vor allen Dingen ein sehr angenehmes Reisen. Für mich der perfekte Langstreckenwagen, nachdem Diesel ja leider ausgedient haben, wäre das für mich als Firmenwagen zum Beispiel eine super Alternative. Und ich würde mich halt auch immer mühen, den morgens irgendwie einmal vollzuladen, damit man den Verbrauch im Großen und Ganzen auch niedrig halten kann. Aber mir gefällt der vom Fahren her sehr, sehr gut. Komme ich gleich zu den Assistenzsystemen, habe den Tempomaten mal hier auf 120 gesetzt, fahre jetzt auf den Laster auf. Das Fahrzeug bremst mich also runter und hält dann den entsprechenden Abstand. Sobald ich den Blinker aber setze, fängt er sofort an zu beschleunigen, sodass ich den Laster hier auch zügig überholen kann. Und jetzt hört man tatsächlich auch mal den Motor, wenn er ein bisschen Drehzahl kriegt. Dann haben wir einen Totwinkelwarner. Ich werde hier gleich überholt. Da meldet sich der kleine rote oder orangene Punkt in der Spiegelfläche. Und der warnt mich jetzt auch schon 2, 3, 4 Fahrzeuglängen, je nachdem, wie schnell der Kollege fährt, bevor mich das Fahrzeug überhaupt erreicht. Und das ist jetzt das Novum bei Citroën auch. Das ist das erste Fahrzeug, was mit dem neuen Radar nach hinten kommt. Sonst hatten wir auch noch mit Parksensoren gearbeitet. Und somit bekomme ich jetzt die Warnung deutlich früher. Ja, jetzt hier mal bergab und ein bisschen kurvig sogar. Ich traue mich tatsächlich, das Lenkrad loszulassen, denn wir haben hier einen Spurhalteassistent, der mich stets in der Mitte der Spur hält oder weitestgehend zumindest. Ich werde zumindest nicht aus der Tür Spur rausgetragen. Und wer sich an die Anfänge dieser Systeme erinnert, bei den früheren Systemen wäre jetzt immer schon ausgestiegen, weil die Kurve halt zu steil ist, weil der Kurvenradius zu eng ist. Hier lenkt das System brav mich auch durch die kurvige Strecke und hält mich stets in der Spur. Ich habe also eine permanente Lenkunterstützung auch, und gerade in Verbindung mit dem adaptiven Tempomaten ist das natürlich ein sehr angenehmes Fahren und entlastet mich auch. Jetzt haben wir hier ein 100-Schild, das hat er auch sofort erkannt, und dann bietet er mir an, dass ich die OK-Taste drücke, und sobald ich die gedrückt habe, genau jetzt wird das 100 dann auch übernommen, und somit habe ich keine automatische Verkehrszeichenerkennung, somit habe ich keinen Link, wo die Verkehrszeichenerkennung automatisch mit dem Tempomaten zusammenarbeitet, aber ich habe zumindest die Wahl, jetzt hier wieder 80 wird erkannt, jetzt 3-2 okay Fragezeichen, drücke ich auf okay, wird das Tempo entsprechend wieder angepasst. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
fast angenehmer noch als automatisch, weil ich hier immer noch die Wahl habe und ich nicht automatisch runtergebremst werde, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemand habe, der mir schon fast im Kofferraum steht, dann nochmal runterzubremsen, das ist ja immer ein bisschen kritisch und so hat man noch Einflussmöglichkeit. Somit haben wir alle vier Assistenzsysteme, die ich mir immer wünsche, mit an Bord und alle Systeme arbeiten auch genauso, wie ich mir das wünsche. Sie entlasten mich auf längeren Strecken. Citroën ist zurück in der Mittelklasse mit dem C5X. Ja, das war's nämlich schon wieder mit unserer Videokaufberatung hier, Kinders. Was mir richtig gut gefällt, sind tatsächlich die Stoßfänger hinten. Und im vorderen Bereich hier unten ja auch noch Teile, die man einfach für kleines Geld ersetzen kann und nicht lackieren muss. Dazu ist das Fahrzeug natürlich die Sänfte, die man auch erwartet von so einem französischen Flaggschiff. Herrlich komfortabel zu fahren. Für mich persönlich ein richtiges Langstreckenfahrzeug, auch wenn wir hier nicht große Langstrecken gefahren sind, während unserer kurzen Testfahrt. Aber es ist wirklich oberbequem. Die Sitze, die Sitzheizung, die Sitzmassage, das Fahrwerk. Es ist ein ruhiges Auto dank der Akustikverglasung und es ist, ja, es fährt sich halt auch gut, ne? Ganz entspannt. Klar, wenn man jetzt sportlich fahren will, dann sagt er halt auch so, ja, mache ich halt zur Not auch, aber will ich eigentlich gar nicht. Die 225 PS vom Plug-in-Hybrid machen das alles ganz ordentlich. Ich finde ihn auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Würde mir aber, glaube ich, eine etwas freundlichere Farbe suchen. Gut, Kinder, lasst mich hören, was ihr denkt. Citroën auf einem Irrweg oder genau richtig machen sie das hier mit dem Plug-in-Hybriden bzw. mit dem C5X. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auch immer über euren Daumen nach oben. An dieser Stelle verabschiede ich mich aber wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.